Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ja, eigentlich hatte ich heute eigentlich gar keine Lust, noch einen weiteren Part aufzunehmen, aber es ist bereits, ja, 22:45 nachts und ich kann einfach nicht pennen. Und von daher habe ich mir gedacht, bevor ich irgendwas Sinnloses mache, zocke ich doch einfach mal weiter. Ja, du kannst von mir aus meckern, also ich werde jetzt hier weitermachen. Warum bin ich jetzt nochmal hochgegangen? Ah, genau. Ich wollte zum Kreuz da hinten. Warum springe ich dann erst hier hoch? Ich bin auch eine Pflaume. Was war hier unten nochmal? Ah ja, den brauchen wir ja auch noch. Dann hole ich den Schädel doch einfach mal. Platsch! Und sofort runter. Nee, runter. Ich kann puckern. Bitte, es geht doch. Wunderbar. Oh nein. Bitte springe ich jetzt nicht in die Luft. Nein. Oh, ich brech zusammen. Das war genau der Sprung, den ich nicht... Au! Ja, toll. Einmal gesprungen und schon zwei... Mann. Ein Sprung, zwei Pannen. Wie passt das in einen Part? Ach weh. Das sollte eigentlich nicht so sein. Egal. Weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ihr habt nichts gesehen, nichts gehört. Es ist nichts gewesen. Und zack. So. Da ich ja zum Glück da hinten schon alle Noten habe, brauche ich ja die Noten nicht mehr zu holen und brauche da nicht extra zu landen oder lang zu latschen. Nein. Ach, wie toll ist das. Zack. Ich hoffe, in Level 3 wird das Ganze nicht so schwierig sein mit dem Schwimmen. Ganz ehrlich, ich habe da schon Bammel vor. Aber wird man ja erst sehen, wenn es in der Praxis ist. Na? Ach Quatsch, falsche Taste. Zack. So. Das war der vorletzte. Und jetzt geht's da hinten hin. Schade, dass ich hier nicht schon die Flugattacke beherrsche. Sonst wäre ich nämlich schon viel, viel schneller hier. Yeah! Die Krabbe gleich mit. Super. Ach, hör auf zu quatschen. Wir wissen ganz genau, wo du bist. Deine Kreuze kann man nicht übersehen. So fett aufgemalt. Das kann man einfach nicht übersehen. Nein! Ich wollte doch noch die Noten da haben. Ach, egal jetzt. Ist jetzt auch egal. Kümmern wir uns um das Kreuz. Und um dich! Yeah, Energy. Ach, eine reicht auch. So. Ich hoffe, ich treffe den jetzt gleich hier. Zack! Ja, sofort mit dem ersten Treffer, das war... Ja, so wollte ich's haben. Genau so sollte es laufen. Ich scheine mich ja doch so langsam an die Tastatur zu gewöhnen. Aber ganz ehrlich, ich bin immer noch für Controller. Da geht nichts drüber. Tastatur ist immer noch umständlich, also da könnt ihr mich nicht umstimmen. Nee. Ey, was soll denn das jetzt hier? Scheiß Kamera. Aber die Noten da oben, die hole ich mir jetzt noch. Die müssen sein. Ich will das Spiel 100% durchhaben und dazu werde ich die auf jeden Fall sammeln. Hui! Ja. Und ich werde nicht abschmieren wie beim letzten Mal. Nee. Hui! Ja, perfekt. Soll ich jetzt schon von hier springen oder doch besser von der anderen? Nee, ich glaube, ich nehme besser die da vorne. Ist sicherer. Ich habe keine Lust, nochmal abzuschmieren.
So richtig hinstellen und zack. Yay. Ah, und das jetzt nur für diese ollen zwei Noten. Yeah, 91 haben wir, 9 fehlen noch. Und die sind ja da ganz oben. Tja. Dann würde ich mal sagen, mache ich mich mal auf zum Schiff. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich das vielleicht noch, die Welt jetzt noch in diesem Punkt abzuschließen. Also ich hoffe es. Wow! Nein, nicht schon wieder die Muschel. Reicht schon, dass du uns einmal das gepatcht, die Bits-Taste. Einmal hat wirklich gereicht. Ah ja. Das ist Gruntildas Gommelsitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Ja, natürlich trauen wir uns. Du bist nicht auch nicht best. Du bist ja auch nicht besser als die ganzen anderen Truhen. Da-dam, da-dam, da-dam. Yeah, und Nummer 8. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Inwiefern hart für mich, hä? Es wird wohl eher hart für dich, Gruntilda. Denn mit diesem Gold machen wir dich fertig. Naja, wie auch immer. Oder wie man es nimmt. Okay. Ach. Muss ich ja nochmal hier runter. Ich will nicht. Was sollte das denn jetzt? Ach, was soll's. Einmal mehr oder weniger rauf stört jetzt auch nicht. Oh! Lass mich bloß in Ruhe, du olle Muschel. Du hast mich schon einmal das Gepäck stibitzt. Das muss kein drittes oder zweites Mal sein. Oh, diese Kamera, ich hasse sie. So. Und nochmal fliegen. Juhu! Ah, fliegen ist schön. Es gibt nichts Schöneres als fliegen. Ach, nein, so wollte ich doch gar nicht da rein. Ich hab noch die Note vergessen. Geh nochmal zurück. Wenn schon, denn schon. Und du fällst nicht runter. Ja. Genau so muss es sein. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Und alles ist voller Muscheln. Nee. Sind ja nur 2 oder 3. Nee, oder sind es 3? Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lang her. Ach. Ich sag ja, wenn man mit Pfeiltasten nicht ordentlich ja, lenken kann, ist das beschissen. So, ich hoffe, ich komme jetzt hoch. Hm. Ah, nein, 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 nein. Genauso sollte es nicht ablaufen. So, nochmal. Das darf doch nicht wahr sein. Bei den einfachsten Sprüngen misslingt das hier nur, weil Tastatur ist. Und nochmal. Ja, bitte, es geht doch. So, nochmal. Und zack. Nochmal verändern. Ja, bitte, es geht doch. 3. So. Und nochmal. Nein, nein! Ey, das glaube ich jetzt nicht. Nein. Ey, wer, wenn da hier jetzt der ganze Papp dafür drauf geht? So, jetzt aber. Das geht. Das schaffen wir noch. Und nochmal. Ein allerletzter Sprung. Der entscheidende Sprung. Ja. Nee, der entscheidende Sprung war es nicht. Egal, aber der war es. Yeah, wir sind oben. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. So, den Hexenschalter aktivieren, denn den brauchen wir ja auch. Okay, ich würde sagen, ich hole jetzt da oben noch eben schnell... Ikaboka. Ja, ich hole jetzt hier noch eben schnell die letzten Noten.
So, kommen die auch noch? Ja. Und dich. Yeah, Puzzleteil Nummer 9. Ja, und damit werde ich auch jetzt diesen beenden und morgen geht's dann weiter. Ciao.